Yo, you feel the pressure. Moin Moin Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft GTM. Ja, das ist die erste Folge, die jetzt nach dem Adventskalender schon ist. Also diese Folge kommt jetzt am, jetzt muss ich mal überlegen, 27. oder so? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube am 27. Ja, es kommt jetzt ganz überraschenderweise mit einmal GTM. Ich glaube, das fällt hier nämlich gerade nicht auf einen Montag, soweit ich weiß. Ja, und zwar, wir haben für, also ich habe für 2019 einen neuen Upload-Plan, nämlich allgemein, das kann ich hier auch gleich einfach mal ansagen. Also, ich werde ihn hier noch nicht verraten. Da kommt am 31.12. ein Video, wo ich das Ganze einmal sage. Also, ein Video, wo ich, also so ein Video, wo ich, sag ich mal, 2018 einmal komplett auswerte, mal gucken, wie es halt, sag ich mal, so war. Da werde ich ja noch, wie gesagt, einen neuen Upload-Plan für 2019 bekannt geben. Naja, ein, zwei kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Das sieht irgendwie voll komisch aus, mein Skin hier, wenn ich das so mache. Also eins kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass dieser Upload-Plan ab 7.01.2019 in Kraft tritt. So, für diese Übergangsphase habe ich mir jetzt einfach mal überlegt, gehe ich einfach mal komplett vom alten Upload-Plan auch weg. Und zwar, es kommt jetzt jeden dritten Tag GTM. So ist das. Es kommt natürlich auch zwischendurch was anderes, also das ist ja schon das dritte Video, was ihr seht, soweit ich weiß. Ja. Die anderen zwei Videos habt ihr ja schon gesehen. Also die kamen ja gestern und vorgestern. Und das geht ja, sag ich mal, immer so im Wechsel weiter, bis wir, sag ich mal, angekommen sind. So ist das ungefähr. Wir werden es dann einfach sehen, wenn das jetzt hier gerade nicht verstanden habe. Keine Ahnung, ich bin nicht so gut im Erklären. Okay, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los mit GTM. Ich denke mal, ich werde diese Folge hier, also zusammen mit der nächsten gleich aufnehmen. Also ohne Cut zwischendurch. Also ich mache natürlich mal einen Cut zwischendurch, aber ich werde, denke ich mal, dieses Video zwischendurch nicht beenden. Also ich werde ein Stück, also eine Stunde am Stück jetzt aufnehmen. Ich mache wieder 30 Minuten Folgen übrigens. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das wirklich mache, aber jetzt habe ich schon gesagt, jetzt muss ich es machen. Scheiße. Ja gut, ich mache es einfach. Ja, ich nehme eine Stunde, geht ja mir jetzt auf, ist egal. Und dann ja, genau. Ich habe gewotet und wir haben 6 Scrollbars. Leider ist es so, dass irgendwie, also es waren ja mal 5 Vote-Seiten in GTM. Einer davon ist schon weg, also mittlerweile sind es bloß noch 4. Inzwischen geht wieder eine nicht. Was ich ein bisschen weird finde. Jetzt gehen mittlerweile bloß noch 3 Vote-Seiten irgendwie, also die eine lädt einfach nicht mehr. Funktioniert nicht. Ja, und jetzt habe ich halt bloß noch 6 Scrollbars, also 3 Vote-Seiten. 3x2 Scrollbars halt. Okay, ich würde sagen, wir lösen einmal ein. Wir kriegen 2500, alles klar. Dann haben wir noch mal einen, den hauen wir auch weg. Ich meine, was soll's? Und ja, will das irgendwie ein bisschen? Weiß ich gar nicht. 32 FPS. Ich mache mal ein bisschen die Sichtweite runter hier. Ja. Okay. Nice. Okay. Das ist schon mal ein nicer Reward. Okay, das ist eigentlich. Ah, das ist ganz schön grenzwertig. Also. Alles klar. Jetzt habe ich hier eigentlich Candy Cane. Was ist denn das? Alter. Christmas Shop. 14 Days Elite Trial. Okay. Alter, könnt ihr mal aufhören, direkt bei meiner Aufnahme zu schießen? Ey. Geht ja auf den Sack hier alles. Alter, nice. Ein Permit? Drogenkit braucht die Sau nicht. Wir könnten 14 Tage. Was hat man denn mit Elite für Vorteile? Also so ein Elite-Try, sind das jetzt Tokens, die man dafür braucht, oder wie? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ist das Tokens? 2042? Ja, das ist Rüstung, die will ich aber nicht. Nee. Nee, das will ich ja nicht. Ich will, wenn dann, was, womit ich auch was anfangen kann. Permits, sind das jetzt Tokens? Gute Frage eigentlich. Also ich habe, also so wie ich das jetzt gelesen habe, kriegt man wohl jeden Tag einen. Also man kann wohl jeden Tag einen Kauf machen.
Okay. Ich hole mein Permit einfach. Das sind keine Tokens, das sind so eine Canes. Ich brauche 40, um Permit zu kriegen. Ist das denn schon wieder? Das ist ja schon wieder scheiße eigentlich, wenn man so will. Huch. Tage VIP. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ich habe erst einen. Jo, gut, okay. Das verstehe ich jetzt irgendwie noch nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Ich würde mal sagen, wir machen einfach mal ganz normal weiter. Ja, ich bin nicht erstmal ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Dann haben wir jetzt hier geworfen. Ich brauche eine Gassenbergsweber auf jeden Fall. Ich nehme die Titanium West mit. Das Problem ist halt jetzt, dadurch, dass ich keine vier Worte machen kann, kriege ich halt keine Gassenbergsweepers mehr geschenkt. Das ist ein bisschen scheiße. Na gut. Wenn ich halt, also wenn wir mal krepieren sollten. Betonung liegt auf mal. Es kommt halt drauf an, wie viele online sind. Ob wir Glück haben oder Pech haben. Aber es sind keine Supremes mehr hier so richtig. Also viele kleinere. Na, keine Ahnung, ich nehme auf jeden Fall die Pimp Crown. Einfach weil ich es kann. Nehmen wir noch ein paar Schuhe. Und dann sind wir halbwegs equipped. Und dann ja. Den Rest werden wir, denke ich mal, überweisen jetzt einfach. Und dann ja, wie viele Tokens haben wir? Es dürfte nicht die Menge sein, die wir jetzt haben. Macht da jemand einen Livestream? Ach du Scheiße. Ach Mann. Egal. Ich mache keine Livestreams momentan. Dauert noch ein bisschen. Alles klar. Gut, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los, bevor wir jetzt noch weiter dämlich hier rumlaufen. Wir haben was vor hier heute. Ich weiß zwar nicht, was wir vorhaben, aber wir haben was vor. Ich sammle Spenden für Godfather. Mir fehlen noch 320k. Aha. Ich werde definitiv nichts spenden. Ich bin selber am Farmen, aber ich farme es auf meine Art und Weise hier. So. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Mal ein bisschen Ausschau halten, ob man Spieler sieht. Weil wenn wir einen Spieler sehen, dann müssen wir halt drauf schießen. So ist das in GTM. Ah, das ist hier die Fabrik, oder? Hier geht das doch zur Fabrik, soweit ich weiß. Oder irre ich mich da jetzt? Ja, die Fabrik. Ah. Mein Lieblingsort. Weil es hier so viele Kisten gibt. Das ist ja mal schön. Ich brauche mal ein bisschen was zu futtern hier. Na. War hier gerade was? Nee, gut. Okay. Nightstick und RPG. Alles klar. Dann gucken wir mal. Heavy Pistol. Ist ein Homie. Oh, Alter, ist der krass. Ja, wir haben ihn. Nice. Nice. Alter, der hat einen Heavy Sniper gehabt, glaube ich, oder? Der war schon nicht ohne Equipped hier. Soweit ich weiß. So wie ich das gesehen habe. Jetzt war eine Muskete. Wie viel Damage macht die denn bitte? Alter. Krass. Okay, nice. Sie haben schon einen Kill. Perfekt. Ich hab da jetzt schon wieder Herzrasen irgendwie, aber. Alter, nice. Die Bowl braucht kein Mensch. Chicken Wings. Hau ab, du Scheißding. So. War da gerade einer? Ich sehe gerade, glaube ich, schon wieder Gespenster hier. Mal ein bisschen voll machen hier und dann, ja. Also, dass das jetzt so schnell ging,
bin schon überrascht ein bisschen. Aber ich glaube, mich hat jetzt auch schon wieder eine gute Hose, diese gute Hose jetzt gerettet, weil sonst hätte ich vielleicht noch mehr Damage kassiert und wäre dann schon wieder krepiert. Die macht ja echt viel Damage, kann das sein? Aber die ist anscheinend nicht gut in der Hinsicht, weil die nicht so eine gute Fire Rate hat. Der hat immer ganz schön lange gewartet, bis er wieder loslegen konnte. Wie, Alter, ich bin jetzt wieder so nervös schon wieder. Einfach nur deswegen. Also wenn ich den nächsten Fight verkacke aus der Nervosität, dann ja. Damit rechne ich schon wieder. Alles klar. Combat Pistol. Das ist meine. Aber ich habe gerade schon wieder so richtig den Death-Bildschirm so wieder so gesehen, so, weil der einfach mit einem Schlag schon wieder so viel Damage gemacht hat. Also. Aber wenn man so nervös ist, dann macht man halt einfach auch viel Scheiße, das ist so. Und das ist auch, glaube ich, mein Problem manchmal in GTM, dass ich einfach, wenn ich mit einmal so ganz plötzlich so irgendwen sehe, dass ich dann einfach manchmal richtig Scheiße spiele, weil ich einfach so fucking nervös bin mit einmal. Aber das, ich glaube, das Problem kann, denke ich, so ziemlich fast jeder. Also, ich meine, wer ist in seinem Leben mal nicht nervös, aber da bin ich dann schon ganz schön nervös. Wie geht's denn eigentlich hoch? Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe einen Stern. What the fuck, Mann? Alles klar, wenn ich Pop sehe, habe ich ein Problem mit dem. Okay, also nicht verhaften lassen, wenn es geht. Scheiße, es ist ein Kopf online. Fuck. Ja, die wollen wir nicht haben. Dann gehen wir mal da lang. Und gucken wir mal, was wir noch so kriegen hier. Ein Kisten. Ich weiß ja nicht, wo der jetzt überall war. Aber naja. Alles klar. So, mal wieder ein bisschen ruhigen jetzt hier. 47. Oh, 2 Minuten noch. Ich hoffe, das ist der jetzt hier und nicht irgendein anderer noch wieder. Kann jetzt halt beides sein. Ah, hier war er noch nicht. Sniper-Rifle, nice. Und ein bisschen Chicken Rings, die braucht kein Mensch. Hier ist Chicken Rings. Die kann ich ja nicht verkaufen. So. Fried Chicken schon wieder. Ja, meine Kiste ist schon wieder voll durch den Kill jetzt. Ich glaube, ich würde sagen, wenn wir da hinten, was Kisten angeht, fündig geworden sind, dann würde ich erstmal sagen, dass wir was tun. Ich weiß zwar nicht was, aber ne, doch, ich weiß schon was, dass wir erstmal verkaufen. Ich hab so Schiss, dass jetzt hier einer kommt, weil ich hier so viel Scheiße schon wieder rumschleppe. Mit mir. Hab ich gerade Schritte gehört? Also andere Schritte irgendwie. Okay. Ist das hier gerade überhaupt nicht geheuer? Ich sehe schon, wie ich es gleich wieder bereue, dass ich hier so YOLO rumrenne, ja, die ganze Zeit. Pass mal auf. Context, Taxi Service, Spawn. Und sneaken. Okay. Wir haben es gleich. Hoi, wir haben es geschafft. Nice. Glück gehabt. So. Dann wollen wir mal alles verkaufen. Und ich befehle gerade, ich habe die Kids nicht mitgeholt. Ich Vollidiot. Ah. Mann. Wir haben doch auch noch die Kid-Funktion hier. Mann. Criminal. Also Hobo Criminal und Pimp können wir ja holen. Jetzt haut er mich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Die Pimp kommen wir halt mal.
gesagt, die Pimp Crown behalten wir mal. 28.000, nice. Wen hab ich eigentlich? Sind die eigentlich noch, wen ich vorhin gekillt habe? Oder habe ich den ja gekillt und hat er mich jetzt zum gehauen? Keine Ahnung, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ist mir auch egal. 3075. Nee, der war das. Schaffe ich 77. Okay. Nicht mein Problem. Wie fliegt man? Gar nicht. Wie wär's mal damit? So. Sorry. Ich hab keine Ahnung. So, jedenfalls, die werden wir jetzt erstmal hier lagern, weil. Zwei? Okay. Oh, okay, nice. Dann muss ich die nämlich nicht kaufen, wenn ich wieder was haben will. Weil wenn ich wieder los will, sag ich mal. Das sieht schon lustig aus irgendwie. Dieser Glowing-Effekt. Okay. Rewards. Ach, Daily Reward habe ich ja auch nicht geholt. Was kann ich denn überhaupt? Denke ich mir gerade nur so. 763.000 haben wir jetzt. Okay, ich könnte mal Hitman holen. Dann haben wir wieder eine Titanium-West. Sehr schön. Jetzt muss ich halt im Moment auch halt auch wieder jetzt ein bisschen lagern, weil wir halt ein paar Mal gestorben sind. Ist halt passiert halt. Ist so. Gut. Und das verkochen wir jetzt nochmal. So, man kann halt einfach leider keine Chicken Wings verkaufen, das ist doof. Sag ich mal, das ist, sag ich mal, so ein, einfach ein Essen, sag ich mal, weil du wirklich nur essen kannst. Oder wegschmeißen kannst. So, nochmal 11.425. So, jetzt haben wir Hitman und jetzt können wir mal ein bisschen gucken bei den Bounties, Bounties List und mal gucken. 1600, 1600, 1200, 27.000. 32.000. 42.000, Alter. Das davon ist alles online. Not online, not online, not online, not online, not online, not online. Sehr schön, das ist ja wieder der Hammer. Ja. Genau. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen dann jetzt einfach mal wieder los. Quick Day. Dann ja, hab ich irgendwie einen Scheiß Ping oder wie? Ne, ist ein anderer. Der ein Scheiß Ping? Ich hab keine Ahnung. Der hat irgendwie ein bisschen geleckt. Ich weiß es nicht. Oh, Piano of Doom. Piano of Doom. Alles klar. Okay. Dann gucken wir mal. Marks My Pistol. Ich will die nehmen, wenn es geht. So. Da haben wir noch eine Kiste. Das ist ein Spieler, aber das ist ein Fahrzeug, glaube ich, oder? Dr. Buck. Alles klar. So. Dann gucken wir mal. Sich gucken, wenn man einen Spieler sieht oder einen Name, dass man handeln kann oder wechseln kann, je nachdem. Weiß ich nicht. Je nachdem, ob das der Kampf gut aus, also ob man sich denken kann, dass der Kampf gut ausgehen kann oder nicht. Burgers. Kann ich auch im Notfall essen. So, da wurde ich jetzt gerade genervt. Ja, und jetzt machen wir einfach mal weiter. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber direkt vor meinem Fenster ist gerade eine Katze, die kummel, ganz laut miaut. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man... Oder gerade Spieler? Nee, ich glaube, ich sehe Gespenster. Ich weiß nicht, hört man das? Ich glaube, das hört man nicht. Nö.
Das glaube ich zum Glück noch zu leise. Aber hätte ja sein können. Ich sitze hier gerne mal neuerdings aus dem Fenster irgendwie. Keine Ahnung, die hat immer. Naja. Halt, das hatte ich schon öfters jetzt mal in Aufnahmen gehabt. Lass die hier einfach mal eine Runde. Ach, jetzt kommen die zwei Downer dazu. Du Scheiße. Gucken die mir jetzt gerade. Du beim Aufnehmen? Das ist gerade echt lustig hier für mich. Ihr seht das jetzt gerade überhaupt nicht, aber. Ich finde das gerade total lustig. Alles klar. Gut, mal sagen. Wir gucken jetzt mal hier oben. Wie die mich so anguckt. Alle Gottvater Noobs zu Highway. Gottvater Noobs? Ich bin ein Pimp Noob, also ich nicht. Ich bin damit nicht gemeint. So. Wollen wir erstmal ganz kurz gucken. Ist hier nicht auch diese Schatzkammer irgendwie? Also dieser große Raum, ich weiß echt immer nie, wo der ist. Das ist scheiße. Dann kommen die Mannblöcke, ist glaube ich ein Haus. Ja. Ja, brauchst mich nicht so angucken, Katze. Also. Das ist gerade richtig lustig für mich. Ich sollte mal vielleicht aufpassen, was ich hier mache. Nicht, dass hier mit meinem Spieler kommt, ich krieg das nicht mit und sterb. Deswegen war da kein Spieler. Nee, das war ein Diamanthaus. Alles klar. So. Obwohl die Chance, dass man hier jetzt einen vorfindet, sehr gering ist. Das muss man dazu sagen. Aber, naja. Prügeln die sich jetzt schon vom Fenster? Geht ja ab, bitte. Alter. Aha. Okay, Mr. Gamer holt aus hier, der macht was, wie man im Chat sieht. Der Legit Atom holt nach, alles klar. Gut. Alles klar. Dann ist eine Straße, da kommt die Stadt da hinten. Weiß ich Bescheid, aber hier sind halt doch einfach keine Kisten in dem Sinne. Das ist das Problem. Was ist das hier eigentlich? Wow. Ich glaube, hier sind Barrierblöcke, kann das sein? Ja. Sieht so aus. Das ist hier abgegrenzt. Irgendwie ein richtig geiles Haus. Kann das sein? Also klar kann das sein. Permit Häuser sind immer nice. Ja gut. Aber es owned und halt kostet 70 Permits, Alter. Das ist krass irgendwo schon. So, wir sind auf der Straße wieder. Jetzt kommen die Katzen schon wieder, Mann. Alles klar. So, immer mal ein bisschen umgucken hier. Also gerade sind Leute, wenig Leute. Die sind wahrscheinlich gerade in Highway, aber da denke ich mir jetzt nur wieder so nicht so klug, da jetzt hinzugehen, weil da sind viele Leute. Die Chance, dass du das schaffst, ist gering. Irgendwie, also besonders ich. Als Loop. Und die Chance, dass ich das, sag ich mal, schaffe. Was kann ich mit 3000 Tokens machen? 5 Permits holen und dann hast du noch 1000. Ja. Warte, hier ist wieder das, oder? Hier ist auch wieder die Kiste. Dann kommt ja hier hinten schon wieder die Fabrik. Also ein bisschen habe ich die Map jetzt auch schon langsam im Kopf. Irgendwo eine Pistole mal wieder. Auf der Straße. Aber das ist wieder so eine Stelle, hier sind öfter mal die paar Leute. Hier soll man aufpassen. Also gesondert aufpassen. Oh, nein. Das war nicht absichtlich. Ich will was essen eigentlich. So. Da ist eine Brücke. Bitte mich nicht nerven, danke. Also bitte, komm da jetzt nicht einer lang.
alles gut, okay. Ich spiele so vorsichtig gerade. Was ist eigentlich dieses Baumhaus da? 15 Permits. Ich glaube, das ist ein großes Haus. Denke ich. Aber es halt auch owned. Ja, wir müssen halt mal gucken. Ist halt so. Zack, wieder ein bisschen sneaken und gucken. Alles gut. Ist hier einer? Da ist eine Kiste. Hatten wir die schon? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, oder? Stockt, ja. Mikro-SMG. Aber es sind auch nicht so viele Rollen tatsächlich. Also es geht so vom Dingens her. Es geht vom Dingens her. Hm, alles klar. Sag ich doch, hier kommt nachher gleich die Fabrik schon. Hier unten war eine Kiste, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, zwei Kisten sogar. Cross-MG, genau. Ich weiß nicht, sollen wir zur Fabrik? Fabrik ist halt wieder viel Stuff irgendwie. Wir haben nicht mehr so viel Platz, um da so großartig was, sag ich mal, unterzubringen. Quasi. Ja gut. Ja, ich hoffe mal, hier sind keine Leute, ey. Wie gesagt, ich spiele halt GTM immer ein bisschen vorsichtiger. Weil, ja. So YOLO-Rennen ist immer eine scheiß Taktik. Irgendwie. Also irgendwie. Jo, da haut einer mal wieder krasse Wörter raus hier. Alles klar. Ich nehme lieber das hier. Ja, jetzt halt wieder das Problem. Jetzt sind wir hier, aber haben keinen Platz mehr. Das ist nicht schön. Tatsächlich. An der Stelle. So, haben wir eigentlich Essen überhaupt da drin, oder? Ja, wir hätten noch 10 Burritos, dann hau ich mal das Zeug hier mal rein. So. Oh, was für Zeug hier schon wieder. Na gut, ein bisschen was kann man immer noch saven, weil sich die Dinge auch stacken lassen. Aber es lässt sich halt nicht alles stacken. Was wiederum nicht so gut ist. War da eine Kiste? Ich weiß es nicht. Ja, war. Wusste ich doch. Sniper. Die kann ich jetzt wieder nicht, mach mal die Messer raus. So. Da wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier noch so abholen können hier. Wir gehen einmal so rum. Ist ja eigentlich eine. Muss mal gucken, ob ich hier halt einfach irgendeinen Namen sehe. Wenn ich nämlich einen Namen sehe, dann muss ich vorsichtig sein. Oder wenn ich geplünderte Kisten finde, die nicht von mir sind. Dann natürlich auch. Weil dann kann der nämlich noch nicht so weit weg sein. Entweder ist weit weg, weil er sich wegtippet hat. Oder ja. Zwei Stunguns. Homing Launcher, Alter. Die muss ich sichern. Und die Granaten raus. So. Haben wir jetzt nur Waffen drin? Ja. Okay. So, ist hier einer. Zack. Ah, schicken wir uns schon wieder an.
ist hier viel Stuff, Alter. Alter, ich hab grad so viel zu verlieren, ey. Weil mein Rucksack halt nicht so groß ist, aber auf Rang kaufen habe ich halt auch keinen Bock. So richtig, also nicht lieber das in Kauf hier. Also sprich, einen kleinen Rucksack. Also ich werde mich auf jeden Fall hier gleich wieder wegtippen, das ist Fakt. Ich will die Kiste jetzt mitnehmen. Und dann ja, also jetzt mach jetzt ganz schnell hier. Alter! Ich hab viel zu viel Stuff hier im Inventar. So, und jetzt wieder an unserer Stelle, wo wir uns letztes Mal schon. Hab ja unseren Spawn. So. Eventuell schaffen wir das. Vier, drei, zwei, eins.